Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute, wie man solche Puschen häkelt. Die sind recht schnell gemacht, weil sie aus dickem Garn gearbeitet sind. Ich habe dafür von Hetnat die Kuhl verwendet. Die hat eine Lauflänge von 65 Meter auf 150 Gramm. Es gibt sie in vielen verschiedenen Farben. Ich habe mich für das Pink, die Farbe 280, und das Lila 248 entschieden. Ich arbeite die Pusche mit Häkelnadel Nummer 8. Normalerweise verarbeitet man die Kuhl für Stricksachen oder Häkelsachen zum Tragen mit Nadelstärke Nummer 8 bis 12. Da die Puschen aber schön kompakt sein sollen, verwende ich eben die Nummer 8. Man braucht von jeder Farbe ein Knäuel und dann reicht es eben für einen lilafarbenen Schuh mit pinkfarbenem Rand und ein Kontrastschuh. Ich arbeite in einen Fadenring, eine Luftmasche, ich zeige das nochmal, einen Fadenring legen, einstechen, den Faden durchholen und eine Luftmasche arbeiten und nun in den Ring 6 feste Maschen häkeln. Nun den Ring leicht anziehen und in die erste feste Masche eine Kittmasche arbeiten. Den Ring nun vollends festziehen, eine zusätzliche Luftmasche arbeiten und in jede Masche 2 feste Maschen häkeln. Wenn ihr diesen Anfangsfaden nun gleich mit einhäkelt, muss er am Ende nicht vernäht werden. Wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich nicht gerne Faden vernähe und das tunlichst versuche zu vermeiden. Also einfach mit einhäkeln. Und nach einigen Maschen den Faden zurückschneiden. Nun wieder die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen, eine zusätzliche Luftmasche arbeiten und wenden. Wir haben nun 12 Maschen in Arbeit und häkeln nun in jede dritte Masche 2 feste Maschen, also 4 Maschen zunehmen in dieser Runde. Wieder mit einer Kettmasche schließen, eine Luftmasche arbeiten und die Arbeit wenden. Und nun in jede vierte Masche 2 Maschen einstechen, so dass wir dann am Ende 20 Maschen haben. 1, 2, 3, 4. Und hier eben zweimal einstechen. 1, 2.
3, 4, zweimal einstechen, 1, 2, 3, 4 und ein letztes Mal zweimal einstechen. Wieder mit einer Kettmasche schließen, eine zusätzliche Luftmasche arbeiten und wenden. Nun stets feste Maschen arbeiten. Das Ganze wiederholen wir nun so oft. Man kann also hier schön die Reihen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bis 11 Reihen gearbeitet sind. In der 12. Reihe nehmen wir dann nochmals Maschen zu. Also 11 Reihen arbeiten. Ich habe nun, hier kann man auf dieser Seite besser zählen. 1, 2, 3, 4, 5 Reihen habe ich. Also noch 4 Reihen ohne Zunahmen arbeiten. Ich habe nun 11 Reihen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 20 Maschen sind in Arbeit und ich möchte in der folgenden Runde in jeder, also 4 Maschen zunehmen. Das heißt, in jede 5. Masche zweimal einstechen. Ich wende also wieder mit einer zusätzlichen Luftmasche. 1, 2, 3, 4, 5. Zweimal einstechen. 1, 2, 3, 4, 5, zweimal einstechen, 1, 2, 3, 4, 5, zweimal einstechen, 1, 2, 3, 4, 5, zweimal einstechen. So, nun sind 24 Maschen in Arbeit. Ich schließe wie gewohnt mit einer Kettmasche die Runde, arbeite eine Luftmasche und wende und häkle nun in diese 24 Maschen einfach nur jeweils eine feste Masche. Nun schließe ich die Kettmasche mit einer Runde und schneide den Faden ab. Die Fußspitze ist nun beendet. Ich befinde mich nun beim Schuh hier am Fußausschnitt. Dieser Rundenschluss soll sich an der Sohle befinden. Grundsätzlich wäre es nicht schlimm, wenn er oben ist, aber wenn man den Schuh mit zweierlei Farben arbeitet, sieht man dann doch, wo der Rundenübergang ist. Und deshalb habe ich nun den Faden abgeschnitten, damit ich für den Fußausschnitt
vorne beginnen kann. Wir haben 24 Maschen. Entweder ich lege die Maschen einfach zur Hälfte, hier ist die Sohlenmitte. Dann ist hier an dieser Masche die Mitte des Fußrückens oder ich zähle eben einfach die Maschen ab. Aber ich falte einfach immer die Schuhsohle, die Schuhe und bestimme so gegenüber der Sohlenmitte die Mitte des Fußrückens. Der Fußrücken, da möchte ich 5 Maschen freilassen, das heißt die Mitte rechts und links 2 weitere Maschen. Diese 5 Maschen lasse ich für den Fußausschnitt frei. Deshalb steche ich hier in diese Masche ein. Hol den Faden durch. Mache eine zusätzliche Luftmasche. Und häkel nun von hier aus weiter. Den Anfangsfaden häkle ich gleich mit ein, sodass man sich auch hier wieder das Vernähen sparen kann. So, wenn wir 5 Maschen freilassen und hatten vorher 24 Maschen, müssen wir nun also 19 feste Maschen häkeln. Auch hier häkle ich den Endfaden in der Sohlenmitte gleich mit ein. Fünf Maschen zum Einhäkeln sind genug, dann kann ich den Faden zurückschneiden. Also wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Faden zum Vernähen und so wird es auch bleiben. Wir werden zum Schluss nur den Endfaden haben. So, nun sind es 19. Ich wende nun die Arbeit. Arbeite eine zusätzliche Luftmasche und häkle die ersten beiden Maschen zusammen ab, sodass sich hier noch eine weitere Rundung bildet. Nun häkle ich bis zur gegenüberliegenden Seite und häkle dann dort nochmals die letzten 2 Maschen zusammen ab, sodass rechts und links eine Masche abgenommen wurde und wir dann noch 17 Maschen in Arbeit haben. So, zusammen abhäkeln die letzten beiden, einmal einstechen, nochmals einstechen und die 3 Schlingen zusammen abmaschen. Mit einer Luftmasche wenden und nun 17 feste Maschen häkeln. Nochmals mit einer Luftmasche wenden und dann muss ich mal am anderen Schuh, in meinem ersten Schuh, die Reihen zählen, ab wann wir mit den Zunahmen für den Rest beginnen. Die Reihe zu Ende häkeln
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, nach 17 Reihen. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. So, wir haben nun also 17 Reihen. Nun beginnen wir mit den Zunahmen für den Rist, weil ich möchte, dass der Schuh hinten etwas an Höhe bekommt. Soll also ein richtig warmer Schlappen werden. Wir häkeln 4 Maschen. In die folgende Masche zweimal einstechen. Und 7 Maschen häkeln. In die folgende Masche zweimal einstechen. Und 4 Maschen häkeln. Nun sind 19 Maschen in Arbeit. Wir wenden wieder mit einer Luftmasche und behäkeln die 19 Maschen einfach nur mit festen Maschen zurück. Noch einmal mit einer Luftmasche wenden und noch ein zweites Mal für den Rist zunehmen. Dafür 5 Maschen häkeln und in die folgende Masche zweimal einstechen. Wieder 7 Maschen häkeln. Diese 7 Maschen hier zwischen den Zunahmen werden nachher unsere Käppchenmaschen. Wieder zweimal einstechen und 5 Maschen bis zum Ende der Reihe häkeln. Und den Faden abschneiden. Auch diesen können wir nachher einhäkeln. So, nun behäkeln wir diese 7 Maschen zwischen den Zunahmen. Also 7 Maschen vom Rand. Wir haben ja 21 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann befinden wir uns eben genau zwischen diesen Zunahmestellen. Danach einstechen. Den Faden durchholen, eine zusätzliche Luftmasche arbeiten. Und zunächst 6 feste Maschen häkeln. Den Anfangsfaden wieder gleich mit einhäkeln. Fünf, sechs. Den Faden kann man nun zurückschneiden. So, die 7. Masche häkeln wir nun mit der folgenden Masche zusammen ab. Einstechen in die 7. Masche, in die folgende Masche einstechen und alle 3 Schlingen zusammen abmaschen.
keine zusätzliche Luftmasche arbeiten, sondern sofort in die erste Masche eine feste Masche häkeln. Wieder insgesamt 6. Wir haben jetzt 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. einstechen, Faden holen und nun in die 7. Masche von der Kante ab, also in die folgende, ebenfalls einstechen, Faden holen und die 3 Schlingen zusammen abmaschen. Wieder ohne zusätzliche Luftmasche wenden und sofort in die erste Masche eine feste Masche arbeiten. Insgesamt wieder 6, 3, 4, 5, 6. In die 7. einstechen, den Faden holen und in die nächste Masche neben dem Käppchen ebenfalls einstechen, Faden holen und alle 3 Schlingen zusammen abmaschen. Wenden und gleich wieder mit festen Maschen beginnen. Also wichtig hier beim Käppchen keine zusätzliche Luftmasche beim Wenden arbeiten. 6 in die 7. Masche einstechen. Und in die folgende ebenfalls und die Maschen zusammen abhäkeln. Wenden und wieder 6 feste Maschen häkeln und dann aufpassen, dann häkeln wir nämlich nicht nur eine Masche an der Seite mit 1, sondern 2. Also in die 7. einstechen, Faden holen, durchziehen. In die danebenliegende Masche, in die freie einstechen, Faden holen, durchziehen. Und ebenso in die folgende Masche einstechen. Nun sind 4 Schlingen in Arbeit und alle 4 Schlingen zusammen abmaschen. Wenden und zunächst 6 feste Maschen arbeiten. Und in die 7. Masche einstechen, Faden holen, durchziehen. In die folgende Masche einstechen, Faden holen, durchziehen. Nun sind 3 vorhanden. Nochmals in die folgende einstechen und alle 4 Maschen zusammen abmaschen. Wenden. Man sieht jetzt schon schön, wie sich das Käppchen bildet. Und wieder 6 Maschen zurückhäkeln. Nun in der folgenden Reihe häkeln wir wieder nur eine Masche seitlich mit ein. Das wechselt sich nun also ab. In die 7. einstechen, den Faden holen, am seitlichen Rand einstechen und die 3 Schlingen zusammen abmaschen, wenden und 6 feste Maschen zurückhäkeln. In die 7. einstechen. Das geht immer ein bisschen schwer, aber es ist auch wichtig, dass man hier diese Käppchenmaschen schön zusammenzieht. Seitlich ebenfalls einstechen und abmaschen. Wenden und die 6 feste Maschen zurückhäkeln. Nun werden seitlich wieder 2 Maschen mit eingehäkelt. Also in die 7. einstechen, in die erste folgende seitlich einstechen und in die letzte auch. Wir haben jetzt dann alle Maschen aufgebraucht. Nur noch bis ans Ende der Reihe häkeln. Also 6 feste Maschen.
einstechen, Faden holen, in die folgende und in die letzte und alle vier Schlingen zusammen abmaschen. Nun wenden wir befinden uns eben nun innen und möchten nun den Fußausschnitt mit einer Reihe noch in Pink behäkeln. Also wieder jetzt ganz normal eine zusätzliche Luftmasche arbeiten und wenden. Beim Käppchen in jede Masche eben eine feste Masche arbeiten. Und hier an der seitlichen Kante in jeder Reihe. Diesen Endfaden kann man wieder mit einhäkeln. Also in jeder Reihe eine feste Masche. Endfaden zurückschneiden. Und hier beim Übergang von der Seite zum Fußausschnitt häkle ich für die Rundung zwei feste Maschen zusammen ab. Dafür steche ich ein, hole den Faden durch und steche hier ein. Also nicht in diese fünf Maschen liegen ja frei, also in die erste Masche, die behäkelt ist. Und diese Maschen zusammen abhäkeln. Dann die fünf freien Maschen behäkeln. Und in die folgende Masche zunächst einstechen und den Faden holen. Und in die folgende Einstichstelle wiederum und diese drei Schlingen zusammen abmaschen. Dann wieder in jeder Reihe eine feste Masche häkeln. Das war unsere letzte Reihe Masche. Mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen, den Faden zurückschneiden und durchziehen. Prinzipiell wäre unser Schuh jetzt fertig. Die Kante ist schön. Ich möchte aber noch diesen schmückenden Abschluss euch zeigen, wie ich den gemacht habe. Dafür nehme ich den Rest vom lila Knäuel vom ersten Schuh. Und beginne nun in der rückwärtigen Mitte, also in der mittleren dieser Käppchenmasche. Einstechen, wie gewohnt, durchziehen, eine Luftmasche arbeiten und eine feste Masche häkeln. Und ihr könnt es euch schon denken, den Anfangsfaden mit einhäkeln. Bei der nächsten Masche, damit ich diese tiefer gestochene Optik erreiche, steche ich bei der nächsten festen Masche in die gleiche Einstichstelle wie die Reihe zuvor ein und arbeite eine feste Masche. Wieder eine normale und wieder eine tiefer gestochene. Wieder eine normale. Und eine tiefer gestochene. Also immer gucken, wo habe ich beim letzten Mal eingestochen und dann die gleiche Einstichstelle wählen. Wieder eine normale und tiefer. Eine normale und tiefer. Normal.
Tiefe. Nochmal. Tiefe. Nochmal. Tiefe. Tiefe. Nochmal. Tiefe. Nochmal. Tiefe. Nochmal. Hier kann man schon diesen Anfangsfaden mit einhängen, diesen Endfaden. Dann wieder tiefer. Nochmal. Und noch einmal tiefer. Ihr seht, es geht genau auf. Und mit einer festen Masche das Ganze schließen. Den Faden zurückschneiden. Und durchziehen. Das ist also unser Faden, der zu vernähen ist. Diesen Faden kann man zum Rückschneiden. Er wurde ja mit eingehäkelt. Fertig ist unser Schuh. Er passt ungefähr in Größe 39-40. Wer ihn etwas kleiner machen möchte, der kann hier statt bis auf 20 Maschen nur auf 18 Maschen zunehmen oder hier nach diese 11 Reihen, bis die Zunahmen für den Fußricken beginnen, eben nur 10 oder nur 9 Reihen arbeiten. Und dann verkürzt sich das Ganze um etwas und der Schuh wird auch schmäler, aber einfach mal ausprobieren. Also so sitzt er gut am Fuß mit Größe 39-40, kommt natürlich auch immer auf die Maschenprobe an. Nun zeige ich euch noch die Blüte. Diesen habe ich ja mit einer Blüte ausgeschmückt. Den Fadenring, den kennt ihr ja schon vom Beginn. Einstechen, Faden holen, durchziehen. Eine feste Masche arbeiten und 4 Luftmaschen. Wieder eine feste Masche in den Ring arbeiten und 4 Luftmaschen. Wieder eine feste Masche und 4 Luftmaschen. Nun haben wir 4 Blätter, noch einmal 4 Luftmaschen, den Fadenring zusammenziehen und die Blüte mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen. Den Faden abschneiden. Und die Blüte kann dann mit diesen Endfäden am Schuh befestigt werden. Ich wünsche euch viel Spaß damit.